Meinst du, du stehst vor mir und kannst mit mir so reden oder was? Hammer, meinst du, ich bin real anders? Ja? Mit jedem nee, du kriegst den Arsch voll von mir. Hammer. Ja, natürlich kriegst du einen Arsch. Ich bin eine Rosi, die daneben sitzt und nicht mehr kocht. Glaubst du das allen ernst? Hammer, mir ist das scheißegal, ob du 80 oder 180 wiegst. Ich schlage auf dich ein. Halt die Fresse. Ja, aber du weißt ja auch, dass du niemanden triffst. Ja, Stammstraße ist immer geschlossen hier. Mach doch mal noch brutal, du. Drum, damit du dich sicher fühlst. Du dumme Sau, ey. Ja? Hier mit euren Drogen oder so. Real, guck mal, ich sehe doch, was du für ein Maschlappen bist. Ja, jeder, der dich verprügelt, da rennst du gleich. Ich habe Ohrfeigen so groß wie Apfeltaschen. Weil Jenny dein Bild zeigt. Dabei hast du Jennys Bild selber in deinem Profil drin. Was willst du, Lappen, eigentlich? Hä? Du machst selber Scheiße. Du benutzt deine Fotos anderer. Aber wenn einer dein fucking Foto benutzt, dann rennst du in den Helpraum. Ja, das ist erbärmlich. Und du willst ein Mann sein? Mit was kämpfst du denn real, wenn du hier schon wie eine Muschi hier zu den Helpern läufst? Ja, du teilst aus, du provozierst Jenny und dann rennst du, wenn Jenny dir das gleiche Wasser zurückgibt, rennst du in den Helpraum? Hallo, Marina, ja? Krieg dich wieder ein. Du Waschlappen, Hammer, das machen keine Männer. Das Biegen gezwungen rauszugehen. Warum hast du eigentlich mal, pass auf, du warst nicht mal Mann gewesen, ne, als du deine Kinder gezeugt hast. Sonst hättest du eine coole Tochter heutzutage und einen Sohn, der behindert ist. Mal laber nicht so Scheiße, guck dich doch an, ja? Marina. Also, nee, ist doch an die Fresse. Deine doch schwul an und dein Junge ist behindert und beide wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Und guck dir Rosi an, dann weißt du, was du verdient hast. Ja, den Tod. Jeden Tag hast du den Tod vor Augen. Halt die Fresse, du dumme Sau. Ja, mein Gott, ey. Ruf die Familie da, die flodderst da und reißt das Maul auf, ey. Halt die Schnauze jetzt, ey. Ja, halt einfach die blöde Schnauze. Ja, sogar bei den Kindern machen wir, hast du versagt. Wo schreien denn deine Kinder heutzutage nach dir? Ne? So, jetzt kannst du weiter blöken, aber halt dein Maul jetzt hier. Hab nicht immer so eine große Fresse. Red nicht, ja, aber red nicht so ein Scheiß immer. Lass meine Tochter nein, du schmückst dich mit lauter Lügen. Sonst komm ich vorbei. Du schmückst dich mit Autos. Halt bitte. Du schmückst dich mit Autos, die dir nicht gehören. Du machst das wieder, Christian. Du stellst dich ja in den 70er Jahren hinter so, an so einem Manta ja, und lässt ein Foto machen. Hast mir doch selber gesagt, dass es nicht mal dein Auto war. Der Jeep ist nicht dein Auto, Hammer. Zeig doch mal deinen alten Benner. Moment, ich habe mir heute eine neue Harley geholt, Fräulein. Eine neue halt Harley. Die Schnauze, du blöder Sack, ey. Halt die Fresse, ey. Hast du denn noch dein Fahrrad? Das ist doch wirklich lächerlich, ey. Ja. Schwule Kinder, die nichts mit dir zu tun haben wollen. Ob ja, du dein Fahrrad noch hast. Treib halt die Schnauze, hast jetzt nach Reality geschrien, dass er dir hilft oder was? Hä? Wer muss dir denn jetzt helfen, Hammer? Du dumme Sau. Du hast nur eine große Fresse. Leichen hast du nicht du im Keller, da und auch nicht unter deinem Bett. Bitte, Marina. Also bei dir muffelt nur der Tod. Verstehst du da mal? Ja, denn dir ist der Tod und wenn du in den Spiegel guckst, ist auch der Tod. Halt die Schnauze und leb noch die letzten paar Jahre, die du hast, friedlich. Ja, schaff dir noch ein paar Freunde. Ich wette, damit mit dir, dass du schaffst dir einfach mal die Schnauze, du dumme Fotze. Schaff dir ein paar Freunde an, damit sie wenigstens noch dein Grab gießen, okay? Ansonsten werde ich dich mit einer Hand nach oben ja, begraben, ne? Damit du dein eigenes Grab ja, gießen kannst. Hättest du einen langen Schwanz, wollte ich den raushängen lassen, damit er deine Blumen begießt, ja? Kannst immer auf deine Blumen pinkeln. Du dumme Sau, ey. Du selten dumme Sau, ehrlich, du, ne? Ehrlich, du. Bei dir verwelkt doch, bei deiner Fresse und von Rosi, verwelkt doch jede Blume auf deinem Grab. Weißt du, deinen Schädel muss man einbetonieren, bevor du in einen Sarg kommst, ja? Weil sonst jede Blume eingeht. Jede Blume, weißt du, die über deinem Grab ist, weißt du, die stirbt gleich mit dir. Ne? Du blöde Sau, du, ehrlich, du. Frauen stellst du machst sie, dann redest du über Frauen, du redest sie hässlich. Ne? Rosi, du bist aber keine Schönheit. Ja? Du weißt ganz genau, warum du dich nicht mehr vor die Cam setzt. Ja? Die Zeit ist abgelaufen. Ja, aber dann sterb doch noch mit Würde. Sterb doch beide mal mit Würde. Und nicht so asozial verpennert, ey. Das ist das Einzige. Nur Stress machen. Ne? Das ist das, was er kann. Nur Stress machen. Ja? Mal, jetzt habe ich die Fotze freigemacht, jetzt ist er rausgerannt. Ja, jetzt kannst du mit Arab oder mit sonst jemandem, kannst du dumme Nutte den Raum machen oder deinen eigenen Raum, ist mir scheißegal, wer da hinlaufen muss, der kann das tun, ist mir auch scheißegal. Ne? Aber ja, mach mal Selbstreflexion, guck auf dich, bevor du immer andere... Ist das Essen heute nicht pünktlich angekommen? Ja? Halt die Fresse, du behindertes Stück Scheiße. Wir wissen, dass du Hartz IV bist. Ja, was willst du denn? Komm her, zeig mal deinen Rentenausweis, komm.
Hammer, zeig doch mal. Ne? Zeig doch mal, du Großmaulhure. Du zeigst doch mal alles, dein Führerschein, alles. Zeig mal deinen Rentenbeleg. Na komm, du kannst den Betrag auch gerne zuhalten. Wir wissen, dass er minimal ist. Ja? Zeig mal deinen, zeig doch mal. Ne? Ach, guck mal, Claire Miller hier, wieder hier. Abi Miller oder sonst wie was hier. Weißt du, Kigeli, ja, bevor der sich mit euch hier, wenn er befreundet, ist er wieder mit mir befreundet. Ja? Kigeli und diesen blöden Anna-Tucke brauchen wir überhaupt nicht. Ne? Da kommen sie jetzt an mit ihren Handys. Weißt du, wie oft wollen sie sich denn mit dem Handy? Ja, aber die kommen, die verteidigen den König. Ja, wen denn? Von wem willst du denn Hilfe haben? Von Kigeli und El Toco, die dich selber gefickt haben mit deinem Raum? Ja, wie blöd bist du denn? Wie armselig bist du denn, dass du auf Kreaturen zurückgreifst? Ja, weil du nicht alleine kannst. Da brauchst du Hilfe von El Toco oder Kigeli, die morgen wieder deine Familie anrotzen? Du hast doch selber Schuld, dass ich dich jetzt angegriffen habe. Ja, du, guck mal, wo du mich angreifst, habe ich von 11 Leuten Bescheid gekriegt, ich soll einen Raum machen. Von 11 Leuten, wo du, die sitzen hier, die deine Freunde. Aber du kannst gar nicht alleine, du wartest darauf, dass irgendjemand wieder, weißt du, für dich ja irgendwas macht und dann stehst du da und dann seid ihr Best Freund. Ja? Du hast keinen Stolz. Du würdest nicht mal einen Kampf alleine machen. Du würdest nach jeder Kuhscheiße greifen, nach jeder Hundescheiße und Pferdescheiße. Du würdest sogar Doggy zu deinem besten Freund machen, wenn er nur einmal für dich sprechen würde. Das ist dein Freund, Marina, das ist dein Freund. Ja? Ihr habt die gleiche Aussprache. Ja, ja, ne, das, ja, das wissen wir ja, wie du redest. Ne, komm, lispeln wir noch mal. Ne, ja, du, ne, hast du wieder deine Tabletten genommen? Komm, wir lispeln jetzt mal ein bisschen. Hammer, ich bin da. Und jetzt muss doch die... Doggy hat die Klappe. Pass auf, ne, ja, pass auf. Ich sag, pass auf, ich, Moment, warte mal. Ne, Rosi, ne, jetzt kriegst du auf die Fresse. Oh Mann, pass auf, jetzt kriegst du auf die Fresse. Moment. Ich habe hier auch noch das Bild von euch, ne, wo sie ihre Hängetitten hat. Hör mal, ich habe von dir ein Bild, verstehst du, wo ja, du mach, am Verrecken bist. Ja, mach, zeig das Bild, ja, zeig. Ja, ja, Mann. Zeig. Wie eingeschlafen, ja, wie wo ja, 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 laber keine Scheiße. Marina, du sollst in den Headroom kommen. Marina. Ja, Moment. Und schau, Hammer, jetzt kriegst du auch eine auf die Fresse von mir. Moment. Ja, mach ich. Braum, los, vielleicht geben die...